Liebe Pico-Freunde, wie ich Ihnen ja schon versprochen habe, will ich Ihnen jetzt aus Chashan einiges an Informationen geben. Ich habe mir gedacht, dass ich Ihnen etwas über die Produktion zeige, die jetzt im Moment hier in Chashan läuft, und zum anderen aber auch einige neue Modelle, die wir gerade in Arbeit haben und die in der nächsten Zeit rauskommen. Das interessiert Sie, glaube ich, immer recht stark, und ich habe ein paar Sachen zusammengestellt und habe unseren technischen Leiter Hermann Hagen gebeten, mir die nachher zu präsentieren. Aber zunächst erst nochmal herzlichen Dank für Ihr großes Interesse an dem Video, was ich Ihnen von Shanghai ausgeschickt habe. Vielen Dank für Ihre guten Kommentare. Hat mich sehr gefreut und motiviert mich weiterhin, solche Vlogs für Sie zu erstellen. So, dann schauen wir mal, was uns Hermann Hang bringt. Hello Hermann, yeah, please come in. So, Hermann Hang ist jetzt zu mir gekommen und wir wollen jetzt mal über die paar Neuheiten sprechen. Hi Hermann. Yes. So, you have to show me something which is almost ready. What you brought with you? Yes, I bought the new logo, our new design. This is AE66. Especially for Switzerland, also speziell für die Schweiz. And what is the specialty with this locomotive? We make this logo more detailed. And so many action parts, the wiper and the step. Yeah. And also the underneath. Underneath, okay, show me. Yeah, so many separate parts and wow. And more detail. Oh, as very before. Nice. Yes. Oh. Also das ist eine Lokomotive, die auf der Gotthardstrecke gefahren ist, und wir werden sie jetzt im April ausliefern. Das heißt, sie wird dann in der Schweiz Ende Juni voraussichtlich ankommen. And we have another specialty. Can you show me this? Now we make the silver strip and the fun side with silver color. Okay, also das ist eine ganz große Besonderheit. Wir haben also hier nicht nur Farbe genommen, sondern das wird Hot Melt Stamping, also das wird mit Heißprägung aufgebracht und ist ziemlich aufwendig. Und wie Sie sehen, haben wir alle Schriften erhaben gemacht, wie es auch im Original ist. Und ja, ist ein ziemlicher Aufwand, die ganze Geschichte. Die Farbe ist noch nicht ganz richtig, aber sieht schon toll aus. Ja, very good. So, Hermann, yes, later on, if we deliver this, this will also have lighting for the driver's cabin. Yes. And the interior of the meshing area is yeah. Also very nice. Very good. Okay, Sie werden das dann ja alles später noch mal etwas genauer bekommen, wenn wir die Vorstellung im Modell machen. And you have another one with you. Yes. Okay, so get it. Get the RH2000. Okay. 2000. This looks pretty American, this model. Mm-hmm. And why this is an American locomotive? You know? No, you don't know? Okay, the history of this model is that after the Second World War, during the Second World War, the American needed locomotives in Germany, or in Europe, not Germany, against Germany. And so they brought in a lot of locomotives from the US to Europe. Mm-hmm. And these locomotives were the first locomotives which they used during the invasion process against Germany, as they were coming over the Rhine
And there's a nice video from our friend Jonathan Metter in the US. He introduced this model very good in English, and you can have a look on the YouTube channel from Pico of America, and you will get some good information about this locomotive. And this locomotive is also very detailed, and es sind natürlich hier die Abspritzungen jetzt erst, und auch die Farbe ist noch nicht so ganz richtig, aber Sie sehen schon, also richtig, richtig tolles Modell. And the speciality is that we do have a metal housing, ja, also ein Zinkdruckgussgehäuse aus Metall, um auch entsprechend Gewicht zu bekommen, ist es hier verbaut. Und hier sieht man natürlich eigentlich weiter nichts, weil es natürlich farbgespritzt ist, aber man sieht schon die filigranen Geländer, die an der Lok vorhanden sind und so. Und auch das typische Führergehäuse, was von den Außenwänden parallel mit dem Lokkasten ist. Das sieht man hier jetzt sehr schön. Also eine tolle Geschichte auch geworden. And when we will produce this model? Oh, this model, May. May, in May. So we deliver beginning of June, so July. So we will ship it probably in July in Germany to our customers. Okay, so then we have something else. The new Y-Car, die Y-Wagen der Deutschen Reichsbahn. I think the speciality is that we do have all the different types. We have a sleeping car, we have a restaurant car, and we have the normal passenger cars. Es sind geschlossene Fenster und geschlossene Türen. Das ist ja wohl offensichtlich der Schlafwagen dann. And very nice also the detailing. Please show me the bottom of this car. I think before we had a look for it, it is really good. Oh, there's a sticker on. Okay, this means it's a fourth model. And here you see four version. Four version, and here you see the details on. Oh, also interesting. Das war übrigens keine Hupe einer Lok, sondern das war mein Telefon. Da ist wieder irgendeine Nachricht gekommen, dann pfeifen die immer so. Okay, good. Great. And Hermann, we do also have something, I think, for some other scales. Yes. What you have? Which scale you have now? Silver passenger car. Silver passenger car and N-scale. N-scale. Okay, so please get it. Show it. Also wir haben jetzt hier mal kein Gleis genommen, sondern einfach nur den Wagen, Silver Passenger Car. Das sind die sogenannten Silberlinge, die wir jetzt neu gemacht haben. Und ja, die kommen natürlich auch in den verschiedensten Versionen. Sind ja immer so, der Wagenkasten ist ja in drei Bereiche aufgeteilt, einmal der linke, der rechte und auch der mittlere Teil, der dann je nach Ausstattung unterschiedlich gestaltet ist. Das Besondere an der Geschichte ist, dass wir auch einen Steuerwagen machen. We also will make a cab car. Yes. For this, but this is later in the year, I think. Yes, later. Later. Okay, and when we will have the shipping date of this, I think the production will be in April, correct? Yeah. May, June. That means we will send this to our customers in Germany about June, I think. Yes. Okay, and beside N-scale, we also have something in? Yes. In which scale? N-scale also. Oh, N-scale. What else we have here in N-scale? No, this is not N-scale. Hey, this is TT. Okay, it's tinier than HO, and that can only be N-scale. TT does not exist too often. No? Make me nervous. I make you nervous. Okay, good. Okay, so. G02, die wir einmal mit Bremserhaus und einmal ohne Bremserhaus machen, richtig? So, schön, okay, gut. V
freistehende Leitungen an den Enden. Ah, super. G02 ist ein ganz wichtiger Güterwagen natürlich, den es jetzt dann auch endlich mal in TT gibt. Und wann haben wir daran gedacht, den auszuliefern? When we want to ship this car? Ah ja, das dauert noch ein bisschen. This will take a little bit. I think we will do this in June. June production, July. So August we will probably deliver this in Germany if everything goes fine. Okay, good, Hermann. So thank you very much. Thank you. And I think you have a lot to do because we almost have every month two models. Every month two models. Two models. Yeah. Oh, this is. We have a lot of to do. This is quite challenging, I think so. Yeah. Okay. Okay. So thanks. Then we see us later again. Okay. Bye bye.